Ich laufe einfach mal. Obwohl, was haben wir da noch für eine Quest? Sollen wir die ausnutzen? Falls bis Level 9? Welche Quest? Irgendwie habe ich hier eine Feldquest, gestohlene Gegenstände. Das ist eine Wiederholungsquest. Die können wir ja noch falls durchziehen bis Level 9. Hat ja... Ah, jetzt ist er ja... Luke ist schon Level 9. Das geht aber schnell. Piu, piu. Ja. So, Level 9. Jo, dauert noch ein bisschen bei mir. Immer noch nicht Level 9. Dabei haben wir schon so viele Viecher getötet hier. Das kann doch nicht sein. Ah! Jetzt. Gut, dann warte ich gerade nochmal geschwind. Damit wir alle Level 9 sind. Gerade Tobias muss noch Level 9 werden. So, jetzt ist er auch Level 9. Gut. Dann gehen wir mal zurück nach Elder. Und die Feldquest ignorieren wir jetzt einfach mal, weil jetzt sind nur Level 9. Das reicht schon. So. Jetzt gucke ich gerade mal, was ich hier habe. Ach, den Scout-Bogen kann ich gar nicht benutzen. Meh. Die sind zu schwach. Okay. Sag, dürfen wir die Zubehörsachen anziehen? Also die Zubehör, die du jetzt in der Epic kriegst, die kannst du wunderbar anziehen, klar. Okay. Sind ja noch Sachen dabei wie Abwehrattacke, also ja. Mini-Bonus, aber immerhin ein Bonus. So. Gut. Hätte ich nochmal trotzdem probeweise geguckt, was ich noch skillen kann. Stachelfächer konnte ich jetzt auf 8 machen. Und auf der Pinnwand... nichts. Okay. Gut, alle bereit für Nachtwald? Yep. Yep. Alles klar. Nachtwald. Ey. So, jetzt. Stupidu, stupidi. Ja, ich bin Ich merke schon, ich muss in dem Video dann ein Featuring Kiritos LP machen, obwohl er eigentlich nicht Teil der Gruppe ist. Weil er ständig diese Interruptions gemacht hat hier. Naja. Eigentlich egal, wohin wir reingehen. Was natürlich auch innerhalb des Challenge erlaubt ist, dass wir uns so gegenseitig, auch wenn Boss ist und sowas, dass wir uns immer aus der Klemme helfen. Also wenn jemand gerade wenig HP hat oder sowas und wir jetzt gerade beim Boss sind, dann kann derjenige sich ruhig mal vorsichtig zurückziehen und uns dreien dann quasi den Rest überlassen. Ist halt nur schwierig, wenn es dann halt zwei Leute sind, die kaum noch HP haben, dann wird es ein bisschen happig. Aber das ist alles erst so ab Level 20, also so früh kommt das nicht. Ah, fail. Ah, oh, nee. Ganze Ding verschleudert. Jetzt komme ich da nicht hoch.
So. Wie gesagt, für alle Fälle, einen Trank dürft ihr benutzen und Monsterkarten sind so viele benutzbar, wie ihr habt und wie ihr wollt. Nur wie gesagt, keine Tränke austauschen im Dungeon, also während dem Run. Ich merke echt, dass ich zu wenig Angriffsgeschwindigkeit habe. Ach ja, Cedric, du kannst ruhig einen Titel anziehen, wenn du willst, also... Ja, vergessen. Mach dann gleich noch. Die paar Bonus-ATK, die sind schon wert. Gerade so Sachen wie HP-Prozent dazu und sowas ist immer gut, gerade hier. Aufpassen, das tut schon weh. So, das wäre das. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wer MVP ist. Ah ne, schon wieder! Ja. Das gibt's doch nicht. Loco, du machst mich noch richtig Loco, das weißt du, ne? Ich will eigentlich auch mal MVP werden, ja. Gut, gut. So, eine Epic abgeschlossen. Man darf sich ja nicht zurückhalten. Ja, ne? So, Banditenschuhe, die kommen natürlich weg. Oh, Leuchter der Nacht. Und, genau, Emblem der Geduld, habe ich gesagt. Weil das so schön praktisch ist für uns. Ach stimmt, ich habe ja nur 4 Slots. Die Gewohnheit. Gut, Nachtwald haben wir einmal Konter Dings und einmal Dings. So. Machen wir die Quest mit dem Pet auch oder nicht? Die überspringen wir alles, beziehungsweise ich guck gerade mal. Halt mal kurz mal Rücksprache mit Kiri. Hab ich schon soweit geregelt, wir machen jetzt ganz normal mit unseren Quests weiter. Ab Level 20 war das, was ich im Kopf hatte, nämlich wird es ab Level 20 so sein, dass wir, wenn wir jetzt einen Dungeon haben, also jetzt zum Beispiel Nachtwald haben wir jetzt frisch gemacht, würden wir jetzt direkt zu Benders Höhle gehen. So von der Logik her. Und wenn wir dann Benders Höhle abgeschlossen haben, dann direkt zu Abwasserkanal. Aber es ist ab Level 20. Ich kam da ein bisschen durcheinander. Gut. Also. Nachtwald. Ganz normal. Und ja, die Pet-Quest können wir ja versuchen nebenbei mitzumachen. Falls wir die dann direkt so kriegen. Ich glaube ja nicht, weil man Nachtwart noch einmal spielen muss. Mm. So, ich habe jetzt auch Emblem der Geduld geskillt, also zufällig ein bisschen Schadensoption. Ist gut, dass ich noch in Skype online war, weil normalerweise würde ich bei so einer Session einfach Skype ausmachen, weil es zieht halt an Leistung, aber geht. Solange ich keine Frame-Einbrüche habe, ist alles A-okay. Dann haben wir sogar zwei Spieler, die auch ein bisschen nutzen, das ist gut. Jeder Vorteil ist gut.
So, das Vieh hier oben ist schon ein bisschen fies, weil es so viel Abwehr hat. So, jetzt. Weiß ist natürlich auch praktisch, dass Cedric jetzt seine Sachen rufen kann, seine Nasrot-Viecher. Und dann zusätzlich können wir dann noch die Karten beschwören, das ist echt praktisch. Da hat man etwas wieder vor die Kiste erwischt, na ganz toll. Sag euch, wir machen das Ding, wir machen das Ding. Wir tun sie alle in den Schatten stellen, ich sag's euch. Wir werden gewinnen. Natürlich! Die werden sich fragen, warum wir schon in Zender gammeln, während die noch in Hammel sind. Oder so. Ja, wollen mal sehen, wie weit der Challenge wieder gehen wird. Also wir haben es nur bis Anfang Altera geschafft. Beim ersten Mal. Aber da waren auch andere Bedingungen nochmal dabei. Jetzt dürfen wir ja wenigstens plus 1 benutzen und sogar Tränke. Damit kommen wir doch mindestens bis Peter. Oder vielleicht sogar Elder. Ja, bin gespannt. Schon Boss? Nee, noch nicht. Ah, endlich. So, Boss Time. Gut. So, Glückwunsch an euch drei, beziehungsweise an uns vier. Und neuer Titel. Jetzt steht es ein Zeitmarsch, ich hab einen Leuchtern nachgekriegt. Ich weiß nicht, du nimmst uns jedes Mal den MVP weg, Loco, ne? Was? Ich hab schon wieder MVP? Ja, du hast schon wieder MVP, ja. Spiel mal besser. Ja, okay. Moment. So, was haben wir jetzt als nächstes? Robo-Gedenkbrücke hab ich. Und was andere wäre, Aranka mal zu gehen. Die Kombo-Waffe abzuholen. Können wir ja schon mal machen, wenn ihr wollt. Also die Kombo-Waffe. Die ist auch wunderbar benutzbar, also dürft ihr ruhig benutzen. Sockel ich auch direkt. Richtig, richtig. Einzigste, was man nicht braucht, ist Plussen. Also, ja, aber ist egal, die Waffe ist gut für eine Weile. So, dann haben wir die ja schon mal. Gibt ja auch noch ein bisschen XP dazu, allein der Quest. Und stimmt, für das Pet-Ding müssen wir ja nochmal Nachtwald, ja. Aber wir wenden uns erstmal nur an die einfache Epic Quest, also sprich auf die Höhlenrazzia jetzt bei der Gedenkbrücke.
So, kann ich irgendwas von dem Zeug anziehen, was ich jetzt gerade habe? Oh ja, das könnte ich sogar anziehen. Aber erst ab 16. Auch okay. Gut, seid ihr schon zur Gedenkbrücke? Nee, das ist halt noch in Helder. Okay, warte ich geschwind. Auch nicht. So, dann gehen wir mal zur Gedenkbrücke, alle. Ach, vertritt. So. Brauch endlich mal einen anderen Skill als Stachelfächer. Stachelfächer ist scheiße.